Willkommen zurück, Let's Play Final Fantasy 7. Frisch erholt geht es weiter. Don Corneo hinterher. Na. Was ein lustiger Zufall hier. Corneo hat viel Talent, wenn es darum geht zu fliehen. Elena. Lass uns gehen, Root. Jetzt zeigen wir ihnen, was Turks alles können. Hört sich nicht schlecht an. Wenn er Elena in der Hand hat, dann wird es schwierig. Und... ja gut, Corneo hat Yuffie entführt. Und ohne Yuffie haben wir keine Chance, unsere Materia zurückzubekommen. Versteht mich nicht falsch. Ich habe nicht vor, mich einzumischen. Lassen wir doch einfach gegenseitig in Ruhe, okay? Einverstanden. Wir haben auch nicht die Absicht, mit den Turks zu kooperieren. Also in welche Richtung ist Corneo abgehauen? Das ist eine tolle Einstellung. Hier ist ein Tipp. Es ist ein Ort, der am meisten auffällt. Alles klar. Bam, 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 bam. Du, du, du. Ja, ich wollte gerade gucken, wie viele Lebenspunkte ich noch habe. Oh, sehr doof. So, einmal kurz abgespeichert. Ba, 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 ba. Nicht verlassen, sondern abspeichern. Ching. Ring, klick, klick. Super. Und weiter geht's. So, das ist doch auffällig. Na, wen haben wir denn da? Endlich bist du da. Wir teilen uns auf. Tu, was du willst, aber bring Elena nicht in Gefahr. Keine Angst, wir tun dem Mädchen nichts. Yuffie. Vorerst. Naja, denn. Gut, ihr geht da lang. Oh. Nee, ist klar. Oh, super. Angriff von hinten. Einfach drauf da. Schönes Ding. Ba, 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 ba. So. Zum Glück gibt es hier noch ein paar Erfahrungspunkte und so. So, dann wollen wir mal gucken. Ja, ja. Guck nicht so überglücklich. Ey! Och, das gibt's ja wohl nicht. Angriff von beiden Seiten. Ja, nee. Au, die hauen sogar recht gut rein diesmal. So, jetzt können wir uns um den da hinten kümmern. Zepp. Und gute Nacht. 999 Schaden. Das war mal cool. So, Eiskristall. Dann gehen wir mal hier weiter. Ihr habt auch alle geglaubt, sie wären hier, oder? Wir haben uns getäuscht. Sie können keinesfalls so weit gekommen sein. Von da bin ich gekommen. Dann gehe ich jetzt diesmal hier lang. Oh, na, was ein Zufall. Lass mich gehen! Lecker, fabelhaft. Ich glaube, ich habe ein neues Hobby gefunden. Was soll es sein? Soll ich mit ihr gehen? Hey, ich gehöre zu den Turks. Glaub ja nicht, dass du damit durchkommst. Oder vielleicht mit ihr? Oh Gott! Hätte ich geahnt, dass das passiert, dann hätte ich das Abseiltraining etwas ernster genommen. Ich habe mich entschieden. Meine Gesellschafterin für diese Nacht soll... die Fröhliche sein. Unverschämtheit! Leg dich nicht mit mir an, Alter! Du hast ja nicht mal Materia. Oh. Und sie ist ganz schön knackig. Okay, das reicht. Boah, was ist... wer ist da? Oh Mann, Cloud. Lang nicht gesehen. Sag nicht, du hast vergessen.
Du verdammte Midgar-Hyäne! Beeil dich! Lass die zwei gehen! Sei still, keiner von euch ahnt, wie sehr ich seitdem gelitten habe. Es ist eine lange Geschichte, aber... Interessiert mich nicht. Lass Yuffie und Elena gehen. Ihr meint es ernst. Gut. Diesmal kann ich mir auch keine Späßchen leisten. Warum hast du meinen kleinen Abs umgebracht? Ihr könnt mit meinem neuen Haustier spielen. Dann kommt ihr mir nicht in meiner Suche nach einer Braut in die Quere. Raps, hierher! Wie unerwartet. Gut, probieren wir es einfach mal. Zauberregen, na toll. Obwohl, das ist gar nicht mal so verkehrt. Komm, Regeneration auf sich selbst hier. Zauber, Feuer 2, wir probieren es einfach mal. Feuer 3. Nö, wir probieren es mit Eis. Wenn Feuer irgendwie nicht klappt, dann... Naja. Ero 3. Der Fug? Hey. Genau, auf Cloud. Sprungattacke. Mal gucken, was er dazu sagt. Zack. Und ab geht's. Hep. Jawoll ja. Das war mal wieder endlich ein Schaden. Angriff. Zauber. Oh, das war's schon. Na gut. Dann halt nicht. Ich habe jetzt eigentlich mit ein bisschen mehr gerechnet, aber na gut, okay, meinetwegen. Oh, Meteorregen erhalten. Herrlich. Cloud hat sein neues Limit. Halt. Moment mal. Halt's Maul. Hör mir einfach zu, es dauert nicht lange. Warum sollte ein böser Kerl wie ich seinen Stolz bezwingen und um Gnade betteln? Erstens, weil er bereit ist zu sterben, weil er siegessicher ist, weil er keine Ahnung hat, weil er bereit ist zu sterben. Falsch! Oh nein. Das macht mich wahnsinnig. Wenn ich diesen Knopf drücke, fallen sie kopfüber und dann gibt's Tomatensaft. Mist. Verdammter mieser Dreckskerl. Wer zuletzt lacht? Nein, das werden wir. Boah, was ist hier los? Wer ist da? Die Turks. Du wusstest, dass das passieren würde. Von dem Moment an, als du das Geheimnis verraten hast. Wir werden uns um dich kümmern, persönlich. Mist, dann kommen sie alle mit mir. Gutes Timing, Root. An die Arbeit. Alles klar, Corneo. Das wird kurz, also hör zu. Warum glaubst du, haben wir uns mit diesem Typen zusammengetan, um dich zu erwischen? Erstens, weil wir bereit sind zu sterben. Zweitens, weil wir siegsicher sind. Drittens, weil wir keine Ahnung haben. Nummer zwei? Ganz falsch. Nein, warte. Die richtige Antwort ist, weil es unser Job ist. Oh, vielen Dank. Ich hätte nie gedacht, dass du drauf kommen würdest.
Eleanor, sei kein Schwächling. Du bist ein Türk. Ja. Hätte nie gedacht, dass du helfen würdest. Ja, das ist Reno. Ja, ja. Ich kümmere mich sofort drum. War das die Firma? Ja, sie wollen, dass wir Cloud suchen. Na? Und? Heute ist unser freier Tag. Hey, das ist mir doch total egal. Lass mich runter! Puh, perfekt. Nun ist die Materie wieder an ihren rechtmäßigen Platz. Oh je, die Reihenfolge ist total durcheinander. Hä? Oh, das ist schon in Ordnung. Seid nicht so pingelig. Jedenfalls war das ganz schön knapp. Nein, normalerweise würde ich die verprügeln. Bumm, zack. Dieser Corneo ist eine Plage. Der hätte ich lieber mit meinem Vater zu tun, als mit dem Typen. Übrigens, einige von diesen Burschen der Türks sind richtig gut, nicht? Wenigstens haben sie am Ende die Materie wiederbekommen. Auf jetzt, Leute. Lasst uns unsere Reise fortsetzen. Warte. Oh, na gut. Hier, ich gebe es euch. Hier, sieh mal. MP-Absorption erhalten. Komm, warte. Egal, was ihr sagt. Ich komme mit euch. Nächstes Mal. So, das ist herrlich. Jetzt nutzen wir natürlich nochmal die Zeit, die Materie wieder ordentlich... Ach du Kacke. Juffi. So, erstmal alles runter hier. Und dann kümmern wir uns darum, dass hier wieder alles normal aussieht. Ist das schlimm hier? So, und bei ihm auch nochmal. Ding, 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 ding. Ding. Na, na. Na. So. Also, fangen wir mit Cloud an. Also, er bekommt. Genau. Neobarmut ist schon mal ganz gut. Ifrit. Asteroid auf jeden Fall, aber das machen wir gleich. Mal gucken, wo haben wir denn hier die ganzen... Ah, so war das. Ich habe hier einmal was falsch rum. So. Extra HP. Titan. Ja, Titan ist auch ganz nett. Ifrit, Ramu, Bahamut. Er bekommt auch Phönix. So, dann, genau. Zusatzschlag. Gegenangriff. Obwohl, das mit dem Gegenangriff, das gebe ich einfach mal Barrett gleich. Also, hier kommt dann erstmal Glücks Plus. Genau, dann kriegt er... Kritische Treffer. Todesstoß. So, mehr habe ich hier nicht.
Dann kommt noch Alexander und Odin dazu. Nebenwirkung. Och ja, wieso nicht? So, mal gucken, was wir hier noch haben. Gift. So, Red. Das ist wichtig. Zeit auf. Alle. Wiederbelebung kann einzeln stehen bleiben. So, dann muss ich hier nochmal gucken. Morph. Ach ja, seht ihr, ich habe vergessen, Cloud Asteroid zu geben. Dann nimmt er hier den hier wieder raus. Genau, dafür Asteroid. So. Jetzt bekommt er hier noch Genesung. Ja, auch gleich. Achso, genau. Wiederbelebung, da könnte ich ja Magie Plus hinzupacken. Magie Absorption, Magie Turbo. Oh, wo haben wir es denn? Extra HP. Ah ja, Zauber Plus. Nein, Zauberkraft erhöhen. So. Das Gute alle geht dann auch mit. Oh, das ist sehr ätzend hier jetzt gerade. Genau, mit Genesung. So, was haben wir hier noch? Genau, Schutz. Natürlich auch auf alle, aber das bessere alle. So, dann kann er hier nochmal ein paar Moment mal. Schutz. Beschützt einen Freund. Das war das falsche Schutz. Das Schutz sollte da natürlich hin. So, ein Schokomok. So, einmal Schutz. Dann einmal Gegenangriff. So, Analyse. Jetzt brauche ich nochmal extra HP. Er bekommt auch Ultima. Ah nee, das ist Blödsinn. So, ah, falsche Richtung. Manipulation, irgendwas, was ihm noch mehr Vitalität und so weiter gibt. Wurf, Raub, MP Turbo, Schluss. Komm, Gewitter kriegt er noch. Kriegt er auch sogar an alle dazu. Klar, Moment mal. Mit Schutz. Das ist eine Vierer. Dann kriegt er diese alle. Shiva. Erde, Hitze, Kälte, Feintechnik. Ja, was weiß ich. So, machen wir das hier einfach mal. So, dann mache ich hier nochmal einmal, na komm, Objekte. Zelt, weil jetzt geht es nämlich nochmal nach Wutai. Weil hier gibt es nämlich noch etwas. So, aber das sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis denn!